Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. So, weiter geht's. In Windhelm. Mit unserer super Pelzkapuze. So, ich muss mal ein bisschen wieder was ablegen gehen im Pferdchen. Denn wir sind relativ vollgepackt. Von oben bis unten. Hallo, Nils. Nilsi. Ich heiße Nils. Ich bin der Koch oben im Haus Kerzenschein. Okay. Ja, wir tragen immer noch ein bisschen zu viel. Wir müssen nämlich noch ein bisschen was ablegen gehen. Wie spät haben wir es denn? 3.23 Uhr am Nachmittag. Dann würde ich fast sagen, wir schlafen noch mal eine Runde. Das, glaube ich, wäre gar nicht mal so übel. Denn wir müssen bald wieder weiterschauen. Lalalala, wir haben ja noch eine Mission hier oben. Im eisigen Norden zu erledigen. So, aber zuerst... Uhahaha. Es ist kalt. So. Lade ich mal kurz ein bisschen das Leder ab. Da haben wir 16 Stück zu je 2 Gewichtseinheiten. Also das ist ein bisschen viel. Lederstreifen behalte ich natürlich, sind ja unsere... Was macht er mit dem Teil eigentlich? Weiß ich noch gar nicht. Sieht aus wie ein UFO. Oder ein Bumerang. Komischer Bumerang. Wobei ich gerade... Ich weiß es nicht mehr. Okay, ist ja auch egal. So, Schlüsselbücher. Können wir sonst noch was ablegen? Ich werde mal hier kurz... Ach, wir haben immer so viel Zeug dabei. Komm, lege ich ab ins Pferdchen und lege ich ab ins Pferdchen und ja, der Rest, dann passt das wieder, dann haben wir, damit sollten wir auskommen. Haben wir noch was Rohes dabei? Lachsbraten? Lachs, der ist noch roh. Lachsbraten und Lachsbraten. Was ist der Unterschied? Der stellt Gesundheit wieder her. Warum stellt der Gesundheit wieder her? Ich weiß es zwar nicht, aber ist ja egal. Das ist roh. Das kann ich noch weglegen. Okay. Und ein paar Zaubertränke. Da ein bisschen Gift kann ich ja noch weglegen. Gift der Furcht. Komm, das behalte ich mal. Nee, das Gift behalte ich. Das finde ich nämlich gar nicht schlecht. Hier Zeug mit haben. Gesteigerten Ausdauer. Können wir weglegen. Kleine Heilung 22. Starke Ausdauer kann auch das Pferdchen haben. Zaubertrag der Stärke des Volltreffers kann auch das Pferdchen haben. Okay. Sollte für unsere Verhältnisse mal reichen. Lalalala. Ja, wie gesagt, dann übernachten wir noch mal kurz hier. Und am nächsten Tage geht's dann weiter. Außerdem kann uns die gute Frau da drin im Haus Kerzenschein dann gleich auch unsere Wasserflaschen noch füllen. Was ja auch gar nicht verkehrt ist. Dies hier ist eins meiner Lieblingslieder. Ja, Lieblingslieder. Oh, wir müssen natürlich noch bezahlen. Müssen wir auch. Ihr so, geht am besten. Zimmer mieten. Natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. Jo. Ich zeige euch euer Zimmer. Nee, nicht nötig. Lasst mich. So. Ja, schlaf einfach mal. Bis zum nächsten Morgen. Wir sind wenigstens immer gut ausgeruht. Das ist ja schon mal nicht verkehrt. Nee, das Problem ist einfach, wenn wir mitten in der Nacht losreiten, beziehungsweise am Nachmittag losreiten, kommen wir, ja. Wenn ihr sonst noch etwas braucht. Dann wird's mir zu schnell Abend. Und jetzt haben wir's 9 Uhr morgens. Uns ist aber immer noch kalt. Warum ist uns kalt? Einen. Zuerst trinke ich was. So. Du trinkst.
Bist nicht länger durstig. Ach komm, die mache ich gleich leer. Und da haben wir noch ein Käse. Noch eine Suppe. Schönen Aufenthalt wünsche ich. Und wieder rein kaputt. Ins Schild. Immer rein ins Schild. Genau. Entleere deinen Magen. Immer rein ins Schild. Das war wohl ein bisschen verdorben. Komm, grüner Apfel. Bist nicht länger hungrig. Ja, bald sind wir es wieder. Nam, 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 nam. Ich habe einen Apfel gegessen. Wenn ihr Lust auf einen kleinen Bissen habt. So. Wasservorräte. Passt auf, dass ihr die Kerze oben über dem Feuer nicht. Nö, nö. Obwohl wir es könnten. Wir könnten die Kerzen ausmachen. Im Haus. Kerzenschein. Was irgendwie paradox ist, denn dann wäre es ja nicht mal das Haus Kerzenschein. Oh, unsere Körpertemperatur ist ja niedrig. 35. Hopp. Oh, oh. Bisschen Eier wärmen. Gekochte Eier sind gut. Aber sieht schon irgendwie episch aus. So ein Grizzly. Böser Grizzly. In Wirklichkeit ist das ja gar keine Mütze. Uns hat ein Bär gefressen und jetzt gucken wir aus seinem Magen raus. Der Bär hatte nämlich keine Chance. Wir haben ihn von innen getötet und aufgegessen. Und jetzt wohnen wir in seiner Haut. Lalala. Oh, ich sehe da einen Grafikfehler. Da ist ein Strich. Links über dem Haus. Ich sehe da einen Strich. Warum ist da ein Strich? Ich sehe noch einen Strich. Der Strich geht um mich rum. Wo geht denn der hin, der Strich? Weiß ich gar nicht. Egal. 115 von 120 sollte reichen. Okay. Hepp. Moment, ich muss mal hier wieder. Wie immer. La 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 la. La 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 la. So. Die Kleidung mal wieder ein bisschen zurücksetzen. Wenn ich ein paar Tage nicht spiele, dann kann es ja immer sein, dass ein kleines Update rauskommt. Und dann weiß ich nicht mehr, ob der Schutz der Kleidung noch gegeben ist. Das ist einfach bei dieser Mod so. So, Pferdchen. Wir reiten mal wieder eine Runde. Und ich habe eine neue Kapuze. Die habe ich mir aus deiner Mama gemacht. Nee, war natürlich nur ein Scherz. Das war der Hintern von deiner Mama. So, Karte, Karte, Karte. Wir müssen dahin. Wie kommen wir denn dahin? Gibt es da einen Weg? Ja, da oben rüber. Bei Festung Casta vorbei. Ja, das ist natürlich jetzt eine gute Frage. Wir könnten natürlich bei Festung Casta vorbei, wir könnten aber auch außenrum einfach. Und ich weiß, dass es hier irgendwo noch eine Höhle gibt. Und wir haben ja eh gespeichert. Komm, ich schau mal, ob wir die Höhle finden. Da gibt es nämlich auch was Schönes. Die Höhle ist natürlich zwar schön schwer, aber naja. Ein Khajiit. Ich heiße euch willkommen. Verkaufen. Wenn nur mal kurz gucken, was der hat. Verbrennung. Elfenkriegsaxt. Alter, der hat ein Holzschwert. Alter, wie geil ist denn das? Der hat ein Holzschwert. Alter, das ist awesome. Kannte ich bis jetzt auch noch nicht. La la la. Des schwindenden Feuers. Finde ich auch nicht schlecht. Vulkanglasrüstung der Gesundung.
Gesundheit regeneriert sich schneller. Unsere Gesundheit regeneriert sich gar nicht. Das ist ein bisschen ein Unterschied. Also, was haben wir denn für... Also, wir haben nur eine ganz normale. Ich glaube, die könnten wir uns eh nicht leisten. 9000... Nö, können wir uns eh nicht leisten. Das geht gar nicht. Weithändige Angriffe. Haben wir auch nichts. Zaubertränke. Dem könnten wir vielleicht ein bisschen was verkaufen an Zaubertränken. Blaues Mädchenkleid, das brauchen wir unbedingt. Das müssen wir uns sofort anziehen. Jungen. Moment mal, Jungentunika. Mädchenkleid. Alter, das Teil hat irgendwie Spitze am Kragen. Also das Jungentunika. Hier ist irgendwie alles andersrum. Mukufell. Rubin. Schneebärenpelz. Tinderbox. Wolfspelze. Ziegenfelle. Nö, für uns hat da nicht wirklich etwas dabei. Aber vielleicht können wir ein paar Zaubertränke verkaufen, die wir gerade nicht unbedingt brauchen. Starke Magiker zum Beispiel. Brauchen wir so gut wie gar nie. Zaubertrank der Ausdauer, geringe Ausdauer. Ach komm, die kann ich alle verkaufen. Ja, sollte reichen. Sollte reichen. Da haben wir noch einen marklosen Granatschen. Den können wir auch noch verkaufen. So, okay. Es war mir. Ja, warme Würstchen, weiß ich. Wir lieben alle warme Würstchen. Brandy Krughof entdeckt. So, irgendwo hier war eine schöne Höhle. Aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr wo. Ich weiß nur hier irgendwo. Wo genau ist mir ein Rätsel? Ich weiß das auch nur mehr so ungefähr. Könnt ihr mal hier ein bisschen hochreiten? Gespeichert haben wir ja eh. Ich weiß nur, hier gibt es eine schöne Höhle, aber wo genau, ich habe keine Ahnung, ich war auch noch nie drinnen. Ich weiß nur, dass die hier irgendwo ist und es gibt was Schönes. Und ich habe gerade irgendeine Statusmeldung erhalten, weiß aber nicht, was das war. Was ist das für eine Hütte? Das ist gar nicht mal eingezeichnet auf der Karte. Was ist das für eine Hütte? Da ist ja jemand zu Hause. Hey, da tut man dem Hundi weh. Bastard. Oh, 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 oh. Oh. Da ist auch mein Hundchen durch die Gegend geflattert. Oh, da ist ja noch einer. Noch einer. Gibt's doch gar nicht. Wo ist denn der? Ha, hab ich dich! Jetzt stirb doch! Wenn ihr tot seid, kann ich euch wesentlich leichter ausrauben! Ich kann das! Oh, Alter, was hält denn der aus? Bist du bekloppt?
Vanguard Helmet Closed. Steigert die Gesundheit um 50 Punkte. Alter Schwede. Kein Wunder, dass der so viel aushält. Hundi. Ach, wo rennt denn der schon wieder hin? Ja. Wird wahrscheinlich irgendein Yeti jagen gehen. Warlock. Ja, da soll er halt herkommen. Och, Hund. Hundi, Hundi, Hundemann. Nee. Oh, den geht's doch eh gut. Eiswolf. Dem Hundemann geht's doch eh gut. So, Pferdchen werde ich aber mal herrufen, bevor das wieder verschwindet. Na komm, Pferdchen. So, und dann werde ich mal die Leichen ein bisschen durchplündern gehen. Dietrich, Zauberbuch, Kerzenschein. Volltreffer. Huch, jetzt habe ich noch irgendwas genommen, was ich gar nicht wollte. War, glaube ich, ein Dolch. Ja. Was hat denn der Schönes dabei? Ein paar Septime und der Rest ist komisches, seltsames Zeug, was wir nicht brauchen. So, was habe ich da gesehen? Kerzenschein. Neue Zauber gelernt. Kerzenschein. Yay. So, du steh. Pferdchen. Ich will noch hier alles durchsuchen. Und schauen, was die Schönes haben. Ziegenbein. Eine Karotte. Haha. Nee, nicht Überlebenstraining. Wetter Sinn. Kurz ein bisschen aufwärmen wieder. Den Arsch wärmen. Ah, Geldbeutel. Yay. Was gibt's hier Schönes? Kleidung. Aha, Truhe. Yeah, one hit. Eine Stahlstreitaxt. Rolle der Sturm-Atronarch-Beschwörung. Hm, nett. Schatzkarte. Paar Septime. Gar nicht mal so blöd. Seelenstein. Starke Ausdauer. Oh, können wir verkaufen. Honigwabe. Elfenschild. Nö. Mammutbraten. Schön. Ich mag Mammutbraten. So, ich stelle mich mal hier zum Feuer und gucke mir mal das Dingens an. Hier, die Schatzkarte. Oh, falsche Spalte. Schatzkarte. Okay. Was ist das? Das sieht irgendwie aus wie, das könnte Cyrodiil sein. Also die Hauptstadt der von ganz Dingens, wie heißt das ganze Land? Habe ich jetzt vergessen. Also die Hauptstadt des Kaiserreichs. In Oblivion waren wir ja da. Super, da ist ein Feuer, da ist ein Versteck und da ist ein komisches Dingens mit einer Schlinge, wo man jemanden aufhängen kann vor irgendeiner komischen Stadt mit komischen Dingern außen rum. Ich versuche gerade mich irgendwie zu erinnern, was das für eine Stadt sein könnte, aber im Moment... Es ist auf jeden Fall nicht Einsamkeit, es ist auch nicht... Was könnte das für eine Stadt sein?
Ja, muss ja auch keine Stadt sein, könnte eine Festung auch sein. Das könnte auch so gut eine Festung auch sein. Da wäre ich mir jetzt gar nicht mal so sicher, dass das jetzt eine Stadt ist. Ah, es ist so kalt. Oh ne, es ist so kalt. Okay, aber weil es eh noch ein bisschen braucht, dass ich mich hier aufwärme und unser Hundi hier gerade ganz zufrieden reinguckt, mache ich jetzt hier einen Cut und wir sehen uns dann nächste Folge wieder, wenn es wieder heißt, dir ist warm. Und Skyrim. Let's play. Ihr wisst eh. Und tschüss.